Willkommen zum Halloween Marathon 2015. Hallihallo, Lucius Akun hier mit einem neuen Teil von unserem Halloween Special. Jetzt habe ich es mal Halloween Special genannt. Ja. Und was haben wir hier? Dead Knight Pocket Edition. Ist auch, glaube ich, wieder von so einem Gameboy-Jam-Dings, also wieder ein bisschen Lofi-Grafik. Aber es sah sehr nett aus. Und lasst uns kurz lauschen. Ich finde die Musik sehr schön, muss ich sagen. Okay. Wieder mal nicht gespielt. Ich weiß, dass wir ein Skelett sind. Also der tote Ritter sozusagen. Und dann schauen wir mal. Okay, nach oben drücken, um aufzustehen. Hüpf, okay. Können wir hier was machen? Ach, so springen wir. Attackieren können wir anscheinend gerade nicht. Was fällt denn da runter? Tötest du uns? Oh, das ging schnell. Loading fake. Ah, okay. Und nochmal aufgestanden. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Na gut, dann laufen wir mal. Ah, hier wäre noch... Ich sehe schon. Ich komme jetzt nicht mehr über den nächsten Screen. Was war denn da? Ach, ist da ein Abgrund oder was? Okay. Nein. Ach, da sind Stacheln. Jetzt. So, jetzt aber hier. Da können wir drüber laufen. Ne? Ach, da sind Stacheln. Okay. Springen. Gut. Attacke ist X. Aber wir können gerade nicht attackieren. Und Y ist Aktion. Okay. So, hast du für uns ein Schwert? Ah ja. Jetzt hat. Schon besser. Können wir hier noch was nehmen? Nein. Ist fast wie bei Conan hier. Und doch, so. Oh, was war das? Irgendwas haben wir eingesammelt. So. Irgendwelche Münzen. Na gut. Achso, auch mit Y, okay. Sammeln wir mal vorsichtshalber alles ein. Stirb! Genau, hässliches Ding. Aber wir haben so einen Punkt bekommen. Gut. Springen wir mal über die Stacheln drüber. Also ich kann schon mal sagen, die Steuerung fühlt sich auf jeden Fall gut an. So. Ist hier wohl noch was? Nee. Ja, dann springen wir mal weiter. Okay. Kann man hier hoch? Ah, super. Müssen wir da rüber? Nö. Achso, ist das Zugänge? Soll ich das mal riskieren? Na. Oh, Vorsicht. So. Ah, okay. Ah, eine Truhe. Stopp. Na komm. Ja, super. Ah, Kiste auf. War da jetzt was Tolles drin? Nö. Hier ist ein kopfloses Skelett. Hüpf! Sprungsand gibt's aber keinen. Hm, okay. Hüpf. Aber wenigstens ein Schwertstreich. Achso, wir könnten auch... das war knapp. Das war knapp. Bin mir nicht sicher, ob wir mehr als ein Leben haben. Stirb, stirb! Oh, oh. Oh, wir haben schon Lebensenergie gerade verloren. So, jetzt aber... Ah, der hat uns was gegeben. Und weitere Münzen, sehr schön. Was ist eigentlich das Symbol da rechts unten? Hm, keine Ahnung. So. Irgendwie würde ich immer erwarten, wenn ich nach oben drücke, dass er dann so hier nicht hudeln. Aha. Ich würde mal sagen, wir sollen hier nicht runterfallen. Kann man irgendwie nach unten gucken? Nee, auch nicht. Aber ich muss doch. Ah, okay. Ein Koko! Oh. Verdammt! Sollen wir jetzt wieder von vorne anfangen? Natürlich. Natürlich müssen wir von vorne anfangen. Sehr schön. Das machen wir doch gerne. Oh Mann. Kann ich mir hier mal ein einfaches Spiel aussuchen? So, aber wir sind ja jetzt schon Profi. Gib mir das Schwert. Danke. Können wir eigentlich unseren Kopf aufheben? Das habe ich glaube ich vorhin schon probiert, oder? Nee. Warum haben wir eigentlich keinen Kopf? Oh Gott, Stacheln erwischt.
das fängt schon gut an. So, müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Halt! Oh, da kann doch auch mal Lebensenergie drin sein. So ein bisschen wie bei Dark Souls, wo man echt, selbst in dem einfachen Gebiet, nicht irgendwie rum. So, trödeln darf. Also, nicht rumtrödeln ist das falsche Wort, aber leicht es nicht sein. So, drin. Verdammt! Was habe ich gesagt? Oh Gott, ich sehe schon, das Spiel wird wahrscheinlich bei mir theoretisch... Sah so schön kurz aus. Aber ich befürchte, bei meinem Talent kann ich da wahrscheinlich Episoden mitfüllen. Na immer wieder, wenn ich unter der Tür stehe, möchte ich immer nach oben drücken, um durchzugehen. Das wäre für mich... So, aber jetzt hier. Ja, jetzt tust du Lebensenergie fallen lassen. Danke. Genau, so. Ein Schild finde ich schlecht. So. Ah. Na komm, stopp. Stopp. Und. So, jetzt aber hier. Dann gehen wir hier noch rein. Nein, von hier aus können wir die nicht erhöhen. Oh, verdammt. Ja. Ihr seht, ich bin hier voll der Profi. Und wir stehen wieder auf und laufen hüpf, hüpf. Okay, jetzt werde ich zu ungeduldig. Also nochmal, wir stehen aus dem Grab. Laufen hier lang und hier sind zufällig die Controls. Aber seit wann haben wir eigentlich bloß einen Lebenspunkt? Ich dachte, wir hätten vorhin zwei. Okay, jetzt aber hier mal mit. Einmal? Zweimal? Oder haben wir doch das Schwert? Hallo, werter König. Ah, jetzt haben wir einen zweiten Lebenspunkt bekommen. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Du wusstest auch nicht, dass wir Lebenspunkte haben. Safe Point wäre schön. So. Stacheln, Vorsicht. Dich erledigen wir jetzt erstmal. Na. So. Ja, in Reichweite sollte man schon sein. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Sachen immer mitnehmen sollten. So, aber jetzt hier. Bravour erledigt. So, und drüber. Ist hier aufgepasst? Yep. Hüpf. Hier gehen wir auch rein. Diesmal sind wir aber echt vorsichtiger. Oh. Na. Du kannst leider nicht ducken, ha? Huh? Das wird zu schön. Aber theoretisch ist das auch so ein Spiel, wo man wahrscheinlich keine Lebensenergie bräuchte. Was habe ich denn da eingesammelt? Ich frage mich echt, was ich da eingesammelt habe. So, und weiter geht's. Einmal, zweimal und dreimal. Ah, das war das hier. Quasi der erste Boss dann. Sehr schön. Oh, verdammt. Das war nicht gut. Boah. Es ist nicht leicht, das Spiel. Nun gut, los geht's. Los. Lalalala. Los geht's. Und nochmal, und nochmal. Ja. Lalalala. Was mache ich jetzt falsch? Vorhin bin ich doch da drüber gekommen. Also nochmal, immer mit der Ruhe. So, einmal Sprung. Zweimal Sprung. Jetzt ging's doch. Schwert mitgenommen. So, eingesammelt. Raus. Kann man hier noch was machen? Nee. So, stirb. Ich finde trotzdem, Safe Point wäre jetzt nicht schlecht. Weil das können wir ja jetzt. Aber es ist echt ein bisschen wie bei Dark Souls. Dass ich da schon dann auf einen Weg gestorben bin, den ich eigentlich gekonnt habe. Ja, irgendwas sammeln wir da ein. Fies, die Spinne verdeckt jetzt die Stacheln. So. Hopp. Ach ne, da geht's ja auch rein. Aber hier ist nichts Wichtiges drin. Verdammt.
Man muss aufpassen, das Schwingen des Schwertes ist das. Man darf einfach nicht immer nur hauen, hauen, hauen. Okay, jetzt haben wir nur noch einen Lebenspunkt. Ich hoffe, dass ich den noch kriege, bevor wir an den Boss kommen. Blub. Blub. Du gibst mir bestimmt einen, ha? Nein, verdammt. Ich hab doch die... Na. Ah, Mann. Das sah so schön aus, das Spiel. Fake, fake, fake. Der Fake-Loading-Screen macht's nicht besser. So, und weiter geht's. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, wozu man die Münzen braucht, ob das bloß für den Endpunktestand ist. Oder ob die wirklich einen Sinn haben. Nein, daneben. So, jetzt aber. So, aber jetzt echt vorsichtig hier. So, einmal, zweimal. Na, super. Fängt schon gut an. Damit dieses Dingsy. So, warten. Und jetzt, genau, so. Jetzt aber. Gut. Eine Rolle oder so wäre noch super in dem Spiel. Das ist immer sowas, ich muss sagen, auch wenn ein Spiel retro ist. Oh Gott. Ja, genau. Auch wenn ein Spiel retro aussieht, darf es sich ruhig moderne Techniken abgucken. Lalalala. Nochmal. Und hüpf. Und. Nein. Aber die Musik ist schön. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Also ein Versuch noch hier. So, nein! Naja, noch einen. Wenn ich jetzt nicht weiterkomme, dann lass mal es auch. Weil ich glaube, ich befürchte, das Spiel übersteigt den Rahmen des Formates im Augenblick. Aber vielleicht mache ich daraus ein Let's Frust oder sowas. So, aber jetzt hier, wir haben den Rhythmus. Wir haben den Rhythmus. Stopp. So, und nochmal. Na. So, da, da. Vorsichtig. Ich habe nämlich das Gefühl, das brauchen wir bestimmt. Einmal. Zweimal. Und kommt der dritte Schlag. Drüber. Und. So. Jetzt geht's hier weiter. Und rein. Aber jetzt vorsichtig. Nein. So, aber jetzt. Ich weiß nicht, ob man das so am Monitor mitkriegt, aber man muss echt ein bisschen aufs Timing aufpassen. Was ja an sich nicht schlecht ist. Also gerade beim Schlagen. Okay. Ich bin zu schlecht. Ich bin zu schlecht für das Spiel. Okay, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Dann sind die Münzen für die Arcade-Maschine zu Ende. So, durch. Münze eingesammelt. Hier, raus. Ich will immer noch nach oben drücken. So, drüber. Da bin ich ja bis jetzt eigentlich noch nie gestorben. So. Stirb, Spinne. Babam. Da, da, da. Oh, verdammt. Jetzt muss ich aber echt aufpassen. Und Lebensenergie brauche ich. Einmal. Zweimal. Na komm her, Spinne. Jetzt hat er aber. Nein, du hast keine Lebensenergie fallen lassen. Jetzt habe ich nur noch zwei Chancen. Zwei Chancen, Lebensenergie zu kriegen. Und hier. Der spannende Kampf. Und? Ja, danke. Wenigstens das. So, und hüpf. Puff, hat's gemacht. Und wir sind wieder da. So, einmal. Okay. Das ist Lebensenergie, das finde ich gut. Ach, wir müssen uns nur so hinstellen. Lauf ruhig darüber. Oh Gott, das war peinlich.
Achso, wenn man nach hinten ausholen, dann trifft man auch. Das finde ich cool. Also mit der richtigen Hitbox quasi, wie das Schwert läuft. Das ist cool. So. Oh, ist halt jetzt nicht langsam alle tot? Okay, der erste. Der zweite. Und der dritte. Halt, ist da noch was? Ah, dachte ich es mir noch. So weiter? Nein. Du bist definitiv tot, ja. Danke. So. Also ich muss sagen, ein bisschen mehr Lebensenergie fände ich jetzt nicht schlecht. So ist jetzt die Frage. Jetzt aber. Und keine Leichtsinnsfehler mehr. Und hüpf. Und das alles für eine Münze. Ja. Oh weh, wenn du jetzt auch noch Fallschaden gewesen wäre. Oh, komm. Komm. Ich mache hier keine blödsinnigen Dingsies. So, nochmal eine Münze. Mhm, blopp, blopp. Oh, verdammt. Bitte hab... Ja, danke. Lebensenergie. Und hier staubt's wieder gewaltig. Okay. Oh Gott, bitte. Da bin ich nicht drüber gekommen. Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Nun gut, das war Dead Knight. Und wenn ich nicht jetzt schon, wenn die Aufnahme nicht jetzt schon eine Weile gegangen wäre, hätte ich ja gesagt, okay, wir probieren es nochmal. Wir können es mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht, also wenn das Interesse besteht, können wir gerne nochmal daraus eine Folge machen. Aber in dem Format für den Halloween-Marathon ist es jetzt einfach ungeeignet, noch weiter zu spielen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.